Hallo und herzlich willkommen im Lager von Pandoras Box, unserem kleinen Onlinehandel für gebrauchte Klemmbausteine. Heute habe ich euch vom Blue Bricks das alte Fischerboot mitgebracht, die 104263, für 49,95 zu haben. Wir haben es hier über einen Zuschauer gebraucht, angekauft. Vielen Dank dafür. 1293 Teile stark. Und nun steht es hier aufgebaut vor uns. Ich habe das in einem Stream zusammen mit Horst Brot aufgebaut. Falls ihr den noch nicht kennt, ich verlinke euch seinen Twitch-Kanal unten. Schaut doch mal vorbei, ist wirklich ein sehr toller Stream. Wir sind dort auch regelmäßig anzutreffen, wenigstens im Chat und, wie man gesehen hat, manchmal sogar im Stream. In der Regel gehe ich bei Reviews dieser Art ja so vor, dass ich euch die Verpackung zeige, die Minifiguren, die Sticker, dann auf Teile eingehe, die Anleitung. Vieles davon gibt es aber bei Blue Bricks nicht. Ich denke, über die Verpackung, die typischen braunen Blue Bricks Kartons, auf denen einfach nur die Marke steht und auf der Seite ein Aufkleber, welches Set drauf ist, brauchen wir an der Stelle nicht mehr reden. Ich persönlich finde das ganz gut, diese schlichte Form der Verpackung, denn mir geht es um das Set und nicht um die Verpackung. Also können wir uns den Teil aber an der Stelle auf jeden Fall sparen. Und da wir keine Minifiguren haben, überspringen wir die auch. Und die Anleitung gibt es nur digital. Ob man das mag oder nicht, das muss jeder für sich selber entscheiden. Persönlich, wenn ich einfach entspannt abends ein bisschen klemmen möchte, finde ich das digital ein bisschen nervig. Wenn ich wie hier in einem Stream baue, dann finde ich das tatsächlich doch auch von Vorteil, hier die Anleitung digital zu haben, wenn man einfach mehr Platz auf dem Streamingtisch hat. Und die natürlich auch den Zuschauern besser zeigen kann. Aber Anlass gegeben, das muss jeder für sich selber wissen. Und so kommen wir hier schon direkt zum Set und zum Bauerlebnis. Und beim Bauerlebnis möchte ich die digitale Anleitung an der Stelle tatsächlich auch loben an einem Punkt. Und zwar, dass sie die Farben, die sehr, sehr leicht zu verwechseln sind oder manchmal auch sehr schwer zu erkennen, zum Beispiel Dark Brown und Flat Silver, hier immer noch mal extra mit einer Abkürzung gekennzeichnet haben. So steht an den Dark Brown Teilen einfach DB dran, an Flat Silver FS. Das macht das Erkennen und das Arbeiten damit relativ einfach. Vom Bauprozess her ist das ein Set, das sich gut wegklemmen lässt. Also ich habe so 2,5 Stunden ungefähr gebraucht. Ich habe vor dem Stream so ein bisschen vorgearbeitet und schon ein bisschen durchsortiert und dann lief das ganz gut. Also das war schon vollkommen in Ordnung. Was mich beim Bauen allerdings an einigen Ecken sehr, sehr gestört hat, ist, dass im Prinzip durch kleine Optimierungen die Anleitung und auch der Bauprozess drastisch angenehmer wäre. So ist es zum Beispiel so, dass die Seitenwände des Schiffes hier über Brick Modifieds angeklipst werden. Und diese stehen starr übereinander, ohne eine Versetzung anzubringen. Durch eine Versetzung hätte man aber hier mehr Stabilität, denn wenn man die Plates aufdrückt, hat man das Problem, dass einem auch gerne mal so ein Stein nach innen wegbricht, einfach weil sie keinen Gegenhalt haben. Also es gäbe schon einige Ecken, wo man hier mit einer ganz kleinen Veränderung, man bräuchte nicht mal andere Teile, bloß eine andere Reihenfolge, hier mehr Stabilität erzeugen kann. Was kein Spaß war beim Bauen, ist der Käfig. Das liegt nicht mal nur an der Konstruktion, obwohl die Konstruktion des Käfigs sehr, sehr kleinteilig ist und sehr, sehr fragil, sehr instabil auch. Und man hat ganz schnell beim Bauen das Problem, wo fasse ich das jetzt an, damit ich gegendrücken kann? Denn im Prinzip, sobald man an einer Stelle gegendrückt, drückt man es an der anderen auseinander. Das liegt vor allen Dingen an den Teilen. Denn Blue Bricks liefert hier eine sehr, sehr gemischte Teilequalität. Also die klassischen Bricks, die sie hier geliefert haben und insbesondere die in Medium Blue, das sind super Teile. Die halten richtig, richtig gut. Selbst die Fliesen hier sind nicht so stark verkratzt, wie ich das durchaus auch kenne. Die sind vollkommen okay. Was aber qualitativ eher mäßig bis schlecht ist, sind die Technikelemente. Die sitzen zum Teil sehr, sehr locker, sehr, sehr schwabbelig und haben nicht wirklich viel Gegenhalt. Das ist auch und insbesondere bei den transparenten Teilen am Käfig so. Hier sitzen innen drin Plates mit Clips. Und also sobald man die zusammen hat, kann man eigentlich schon 3 Kreuze machen. Bei mir halten die nicht, also wirklich nicht. Und dann soll man anfangen, an diese kaum haltenden Klipse hier noch die Gitter dran zu bringen und von hier unten dann das tropfende Wasser, was an sich optisch eine ganz nette Sache ist.
Aber, also ich weiß nicht, wie oft es mir auseinandergefallen ist. Ihr könnt ja mal in das VOD reinschauen. Das ist noch eine ganze Weile online. Wir haben es ja gerade erst aufgenommen. Und es ist mir wirklich ein paar Mal auseinandergefallen. Das hat dann den Spaß echt doch ziemlich getrübt. Was nicht ganz so cool ist, ist, dass bei den Winden, davon gibt es zwei, einmal hier eine Seilwinde, um den Käfig zu bewegen. Ich habe das Seil hier oben mit den Plates festgeklipst, denn die Seilwinde hat keinen Gegenhalt und das Gewicht vom Käfig zieht so schnell darunter, dass die Seilwinde sich einfach abrollt und dann klatscht der Käfig runter und dann ist dieses filigrane Ding wieder kaputt. Und die Seilwinde hier vorne, die den Anker hält, die hat ebenfalls keinen Gegenhalt. Und wenn der Anker jetzt hier vorne hängen würde und ich lasse ihn einfach los, dann rutscht er hier runter, weil die Winde einfach keine Spannung hat, kein gar nichts. Und ja, das ist etwas, was man optimieren könnte. Entweder mit straffer sitzenden Teilen, das wäre durchaus möglich, oder mit einer Konstruktion, sodass man irgendwo etwas hat, wo man es fest klippen kann. Also da gibt es ja durchaus verschiedene Möglichkeiten. Zu den Teilen an sich ist noch zu sagen, dass Slopes, die hier verbaut wurden, hier insbesondere an der Nase des Schiffes, nenne ich es jetzt mal, am Bug, die haben wirklich eine sehr gute Qualität. Die haben auch nur ganz, ganz geringe Farbabweichungen, also von denen bin ich wirklich sehr angetan. Die Kettenglieder allerdings, man muss die Ketten hier selber knüpfen, die verbiegen sich sehr, sehr schnell. Also das ist keine wirklich gute Qualität. Die geben nach, brechen. Das ist nicht so toll. Aber im Gesamten ist es okay. Also man sollte nicht zu viel erwarten, aber ein bisschen etwas schon. Und wie gesagt, abgesehen von den Technikelementen und den transparenten Elementen ist es im Gesamten okay. Was ich an dem Set besonders stark finde, also wirklich stark finde, ist das gesamte Design. Denn hier ist was los. Hier ist Leben drauf. Wir haben hier Bereiche, hier stehen Flaschen, hier sind Kisten. Es gibt hier einen abgedeckten Bereich, wo der Fang drin ist. Es gibt jede Menge Angelzubehör. Ich bin selber kein Angler, deshalb kann ich hier auch nicht alles deuten, was hier angebracht ist. Es gibt eine Menge Beleuchtung. Es gibt Lautsprecher am Schiff, die angedeutet sind. Der Anker wird gebaut. Das ist auch kein Fertigelement. Den finde ich auch recht überzeugend für die Elemente, aus denen er gebaut wurde. Das Schiff hat im Gesamten eine sehr schöne Form. Es wird hier so gebaut, dass man eine Wasserlinie erkennen kann. Also wir haben nichts unten drunter, sodass man das so, wie es ist, wirklich in das Meer einer Klemmbausteinstadt stellen kann. Und man muss nicht extra noch was wegnehmen. Das finde ich sehr gut. Dadurch hat das Ganze aber auch ein Problem. Und das Problem ist neben dem Käfig, ne daneben, dass die Winden nicht halten, vor allen Dingen hier hinten diese Luke. Genau genommen ist es vor allen Dingen die Schräge, die hier hinten das Heck des Schiffes darstellen soll. Diese Luke lässt sich nicht öffnen. Das liegt vor allen Dingen daran, dass hier wieder ein Problem in den Teilen entsteht. Bluebricks hat bis jetzt jedes Set, was ich von ihnen gebaut habe, und ich habe noch ein paar im Regal liegen, also ich wette, das wird sich bestätigen, immer Teile gemischt. Das heißt, hier in der Anleitung sind Clips beschrieben, gezeigt, die man verbauen soll, die hier nicht unbedingt geliefert sind. Und zwar werden in der Anleitung durchgängig O-Clips verbaut. Geliefert wird hier eine bunte Mischung aus U-förmigen und C-förmigen Clips. Und das Problem ist, dass die zwar augenscheinlich ein und denselben Faktor haben, nämlich dass man einen barförmigen Gegenstand hineinklippen kann, aber die O-förmigen haben etwas mehr Spiel. Man kann enger dran anbauen und die U-förmigen sind etwas steifer. Wäre also angemessen, je nachdem, was man damit vorhat, entweder die oder die zu nehmen. Und Bluebricks mischt hier querbeet. Es ist genau wie bei Jumpers. Ich habe hier Jumpers mit drin und ohne Grove, also mal so, das ist nicht wirklich durchgängig. Das ist etwas, was sehr schade ist, weil das durchaus auch Auswirkungen auf das Bauerlebnis hat. Und diese Klappe hier hinten sitzt jedenfalls auf einer ganzen Reihe von Clips. Und die hat das Problem, dass das Schiff von unten hat keine Konterstücke. Also hier sind keine Boatstuts oder ähnliches unten drunter. Und es ist auch so, dass man eine ganze Zeit lang hier hinten am Heck wirklich eine Kante baut, die man nicht ein einziges Mal versetzt irgendwie verstrebt. Und irgendwann kommen dann die Plates oben drauf und dann wird es stabil. Aber hier hinten am Heck
ist das nicht der Fall. Und hier steckt einfach eine 2 Stats breite Plate unten drunter und diese löst sich unglaublich leicht, denn die hat keine sehr hohe Klemmkraft. Also sie ist mir auch im Stream etliche Male beim Bewegen des Schiffes im Zuge des Bauprozesses abgefallen und das ist nicht so richtig gut. Wie gesagt, man kann dem hier relativ leicht Abhilfe schaffen, indem man ein paar Boat Stats unten drunter setzen würde. Dadurch hätte das Schiff natürlich nach oben etwas mehr Spiel und je nachdem, wie man es in der Klemmbausteinstadt verbauen wollen würde, würde man hier unten drunter auch Noppen setzen und dann wäre das Problem nicht gegeben. Für ein Standalone-Modell würde ich auf jeden Fall Boat Stats empfehlen. Die hätten hier an der Teilemenge im Übrigen den Kohl auch nicht fit gemacht. Also das sind super günstige Teile. Ich kenne keinen Hersteller, bei dem die sonderlich teuer wären. Also 10 Stück unten drunter und hier unten hätte man sehr, sehr viel mehr Stabilität und das Heck würde drastisch besser halten. Aber abgesehen vom Heck, den Winden, dem Käfig und den mangelhaften Technikteilen, ist es aber ganz okay. Und ich muss sagen, ich hatte wirklich sehr viel Spaß, während ich das gebaut habe. Vor allen Dingen, als der ganze Aufbau hier kam, diese alten Elemente, also die das Schiff alt machen sollen, dass hier im Prinzip Bretter und Ähnliches angedeutet sind, die so schräg draufgenagelt sind, der Kleinkram, der hier dargestellt ist, dass hier immer ein Sack rumsteht, ein Fass mit was drin, dass hier oben eine halbe Kiste liegt, wo eine angefangene Kette drin ist, dass man hier Angelzubehör findet, Werkzeug, das hier drin eingebaut ist. Also hier ist wirklich eine ganze Menge los auf diesem Schiff. Und das, finde ich, macht es doch besonders und im Gesamten für mich eigentlich zu einem empfehlenswerten Set. Wie gesagt, ich warne euch nur wirklich vor dem Käfig. Der macht keinen Spaß. Wer sich meinen Mental Breakdown damit mal angucken möchte, möge mal in Horsleys VOD reinschauen. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass das hier eins der besten Blue Brick Sets ist, die ich bisher gebaut hatte. Das sind einige, auch wenn ich nicht von allen hier in Videos gemacht habe. Und das hat mir wirklich sehr, sehr viel Freude gemacht. Also das ist ein Set im Gesamten, es funktioniert. Es hätte einige Verbesserungen verdient. Es hätte drastisch bessere Steine verdient. Der Designer hier ist der Marco P. Viele Grüße an dieser Stelle. Es ist wirklich tolle Arbeit gemacht. Aber dieses Design hätte bessere Steine verdient. Und ich bin mir relativ sicher, dass dann auch einiges wesentlich besser halten würde hier drin. Und dann würde auch der Käfig um einiges besser funktionieren. Der ein oder andere hat es von euch bestimmt. Schreibt mir doch mal gerne, was ihr von diesem Set haltet und was ihr darüber denkt. Ich habe durchaus sehr, sehr gemischte Reviews hierzu auch schon gesehen. Die habe ich mir angeguckt, nachdem ich das Ganze gebaut habe. Ich mag es immer nicht so gerne, mich zu spoilern. Und es ist hier wohl auch wieder so, kannst Glück haben oder auch nicht. Hängt wohl massiv davon ab, welche Charge du bekommst mit den Steinen. Und hier ist es wohl eine Charge gewesen, die im Gesamten relativ für Blue Bricks Verhältnisse noch ganz gut abgeschnitten hat. Ja, mit diesen Eindrücken lasse ich euch an dieser Stelle mit einem relativ kurzen Video zu einem Blue Brick Set allein und wünsche euch eine wundervolle Zeit. Baut etwas Schönes und ganz wichtig, baut euch eure Welt, wie sie euch gefällt. Und lasst euch hinterher nicht sagen, was ihr mit euren Sets oder euren Steinen machen sollt. Und bis dahin, lebt lang und in Frieden.